Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die rot-grün-rote Koalition will eine spezialisierte Einheit bei der Berliner Staatsanwaltschaft schaffen, die gegen Unternehmen ermittelt, die sich strafbar machen, indem sie die Arbeit von Betriebsräten behindern oder die Wahl von Betriebsräten behindern. Manche nennen das auch eine Sonderstaatsanwaltschaft gegen Union-Busting. Wir wollen also Betriebsräte, die jeden Tag ihren Kopf für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb hinhalten, effektiv schützen. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass solche Arbeitgeber, die sich strafbar machen, die also gegen diese Betriebsräte rechtswidrig vorgehen, dafür auch tatsächlich vor Gericht landen. Hegel hat ja gesagt, die Wahrheit ist immer konkret. Deswegen möchte ich dafür sorgen, dass wir alle wissen, worüber wir reden und Ihnen mal einen konkreten Fall schildern, mit dem ich zu tun habe. Da gibt es also die Vorsitzende eines Betriebsrates in einem Berliner Industriezulieferer. Die bekommt in einem guten Jahr ungefähr 10 Abmahnungen. Dann wird ihr ein Teil des Gehalts abgezogen, weil sie angeblich zu viel Zeit im Betriebsrat verbracht habe. Muss sie einklagen. Dann wird ihr kurzfristiger Sommerurlaub verweigert, weil das angeblich nicht mehr geht. Muss sie wieder zum Arbeitsgericht laufen und per einstweiliger Verfügung ihren Urlaub durchsetzen. Dann kriegt sie einen neuen Arbeitsplatz direkt im Blickwinkel eines Vorgesetzten und bekommt dann für jede Kleinigkeit wieder eine Abmahnung. Jetzt ist die Kollegin länger krankgeschrieben worden. Es wird über einen Aufhebungsvertrag verhandelt und die zuständige Gewerkschaft hat schon angekündigt, dass Strafanzeige erstattet wird. Und jetzt ist die große Frage, was wird aus dieser Strafanzeige? Dass eine strafbare Handlung nach § 119 Absatz 1 Nummer 3 BetrVG vorliegt, dürfte relativ klar sein. Aber die Frage ist, landet die Sache vor Gericht? Bisher jedenfalls nicht. Bisher ist sowas nicht vor Gericht gelandet. In den letzten 6 Jahren ist knapp 30 Mal in Berlin die Anzeige erstattet worden nach § 119 BetrVG und Anklage erhoben worden ist in keinem einzigen Fall. Ich sage es nochmal, in keinem einzigen dieser Fälle ist tatsächlich Anklage durch die Staatsanwaltschaft erhoben worden. Das ist fast alles eingestellt worden. Und zweite große Frage natürlich, woran liegt das? Woran liegt das? Teilweise sicherlich an der Arbeitsüberlastung bei der Staatsanwaltschaft, teilweise auch an fehlenden arbeitsrechtlichen Fachkenntnissen. Staatsanwälte sind keine Arbeitsrechtler, das ist wahrscheinlich auch gut so, aber in diesen Fällen können sie eben gar nicht genau entscheiden, wann ist eine Abmahnung oder eine Kündigung gerade noch vertretbar oder wann liegt eine strafbare Schikanehandlung vor. Das ist schwer abzugrenzen. Und man muss, das zeigt auch der Fall, den ich gerade geschildert habe, man muss sowas auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Handlungen, die für sich genommen vielleicht gerade noch legal sind, sind eine strafbare Schikanehandlung, wenn sie zusammenkommen. Also man muss ermitteln, man muss sich damit ein bisschen auskennen, sich ein bisschen Zeit nehmen und deswegen brauchen wir eine spezialisierte Einheit bei der Staatsanwaltschaft, die arbeitsrechtlich geschult ist, die weiß, was im Betrieb los ist und die in solchen Union-Busting-Fällen auch wirklich effektiv ermitteln kann. Und um zu erkennen, dass der Druck auf Betriebsräte ständig zunimmt, reicht ja schon ein Blick in die Zeitung. Früher waren es einzelne schwarze Schafe, die sich rechtswidrig verhalten haben. Inzwischen gibt es ganze Branchen, wo es schon fast normal ist, dass massiv gegen Betriebsratsgründungen beispielsweise vorgegangen wird. Nehmen wir Lieferdienste, nehmen wir die Digitalwirtschaft. Besonders bekannt der Fall des Lieferdienstes Gorillas. Da ist hier in Berlin vor einem Jahr über einstweilige Verfügung, über verschiedenste Maßnahmen versucht worden, die Betriebsratsgründung zu verhindern. Später wurden die Wahlen angefochten, der gesamte Betrieb wurde aufgespalten und es laufen auch Kündigungsverfahren gegen Mitglieder des Wahlvorstands. Oder nehmen wir die hoch und runter gehypte Onlinebank N26. Auch dort wurde alles versucht, um die Betriebsratswahl hier in Berlin zu verhindern. Hat zum Glück nicht geklappt. Oder nehmen wir jüngstes Beispiel, den Lieferdienst Lieferando. Dort wurde erfreulicherweise im September erfolgreich ein Betriebsrat gewählt. Natürlich muss man fast sagen, der Arbeitgeber fechtet die Wahl an. Das ist ja schon fast normal. Und gleichzeitig wurden Kündigungsverfahren gegen fast die Hälfte der 13 neu gewählten Betriebsratsmitglieder angestoßen, um die loszuwerden. Ich halte das für einen Skandal. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir nicht hinnehmen können. Wir haben die Pflicht, diejenigen zu schützen, die sich als Betriebsräte für ihre Kolleginnen und Kollegen im Betrieb einsetzen. Und wenn Betriebsräte ungestraft, drangsaliert und fertig gemacht werden können,
dann ist die gesamte betriebliche Mitbestimmung in Gefahr, die ja eine der Säulen unserer Demokratie insgesamt ist. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Betriebsrat-Bashing endlich effektiv bekämpft wird. Das geht nur, wenn wir dafür sorgen, dass es Staatsanwälte gibt, die sich damit auskennen, die dagegen vorgehen können. Berlin geht da mit gutem Beispiel voran und sorgt dafür, dass wir solche Staatsanwälte bekommen. Das ist gut so. Glück auf!